Heute möchte ich mich damit beschäftigen, in welchem Zustand sich das Spiel Starbase von Frozenbyte befindet. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Pleiten, Pech und Pannen, wobei ich hier viel Wert auf das Fragezeichen im Titel lege. Was war passiert? Frozenbyte hat lange gebraucht, Starbase in den Early Access zu bringen und zuvor eine Closed Alpha durchgeführt. Funktionen wie der Easy Build Mode sollten unbedingt noch zum Start des Spiels implementiert werden und der Zeitdruck wurde nach mehreren Verschiebungen immer größer. In einem Early Access sind immer Fehler zu erwarten, allerdings gibt es keine genaue Definition für Alpha, Beta, Early Access und so weiter und jeder erwartet hiervon etwas anderes. Persönlich bin ich kaum von Fehlern betroffen gewesen, aber es gab Spielabstürze, Broken Ships, an denen nicht mehr gearbeitet werden konnte und gleich ganze verschwundene Schiffe. Für all das wurden Fix Workarounds kommuniziert, Patches veröffentlicht und Ersatz auf Antrag geleistet. Dass dies den Frust bei einigen Spielern erhöht hat, ist allerdings aus meiner Sicht keine Frage. Frozenbyte hatte sich trotz der schnellen Reaktion ein kleines PR-Loch ins Knie geschossen, was zum Beispiel zu nur ausgeglichenen Bewertungen auf Steam geführt hat. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Videos hat sich die Stimmung aber bereits wieder auf größtenteils positiv gedreht. Lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr den Start von Starbase empfunden habt und ob das so für ein Early-Access-Spiel für euch in Ordnung ist. Persönlich muss ich sagen, dass ich mich nicht besonders gefrustet und verärgert gesehen habe, aber das gilt freilich nur für mich persönlich. Allerdings musste ich auch bei einigen Dingen den Kopf schütteln, wie zum Beispiel bei der augenscheinlichen Tatsache, dass Frozenbyte gemeint hat, dass Spieler nicht darauf kommen könnten, den Easy Build Mode falsch zu verwenden und man ihnen deswegen Funktionen hier wieder wegnehmen musste, weil es ansonsten eben zu diesen Broken Ships und verschwundenen Schiffen kommen konnte. Und man musste sich da ein Workaround überlegen und kommunizieren und das dann eben so machen, dass man bei einem neuen Schiff erstmal nur ausschließlich die Easy-Build-Komponenten ranbringt und wenn man danach am Schiff außerhalb dieses Modus weiterbaut, danach nicht wieder in den Easy-Build-Mode zurückgeht. Das ist natürlich für den einen oder anderen, insbesondere Casual-Player, schwer nachvollziehbar und da habe ich auch Verständnis dafür. Was ich manchmal auch schwer nachvollziehen kann, ist, wie Mechaniken mit wenigen bis vielen Spielern gut funktionieren sollen, aber mit noch mehr Spielern, denen eben nicht mehr und dann plötzlich Probleme auftreten können. Und damit meine ich explizit nicht die Serverkapazitäten, an denen bei Starbase auch relativ schnell geschraubt wurde. Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle aber auch, dass einige Probleme mit dem Steam-Client zusammenhängen, man also das Overlay zur Lösung mancher Probleme ausschalten musste und Valve ist hier mit den Updates des Steam-Clients nicht ganz so schnell wie Frozenbyte mit Updates für das Spiel. Wer nun unter dem Strich was zu verschulden hat und ob Frozenbyte das nicht hätte früher auffallen müssen, steht freilich auf einem ganz anderen Blatt. Persönlich habe ich für mich aber auch schon wesentlich holprigere Starts mit augenscheinlich viel weiterentwickelten Spielen erlebt. Wenn ihr mögt und euch solche Informationsvideos gefallen, könnt ihr meine Arbeit gerne auch mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Ich verlinke euch hierzu mal ein entsprechendes Informationsvideo in der Infobox und sage vorab herzlichen Dank. Genauso freue ich mich natürlich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Persönlich denke ich, wenn Frozenbyte nun am Ball bleibt und die neuen versprochenen Features im August, September und den folgenden Monaten des Jahres 2021 und darüber hinaus veröffentlicht und sich halbwegs an die neue Roadmap zumindest für das laufende Jahr hält, dass es dann doch stetig mit dem Spiel bergauf geht und der Frustlevel rasch sinken dürfte. Frozenbyte sollte meiner Meinung nach nun aber auch eine Priorität auf den Basenbau in Starbase legen, der immerhin namensgebendes Element des
Spiels ist und dies sollte in jedem Fall vor der Einführung der Belagerungsmechaniken erfolgen. Ansonsten dauert das gegebenenfalls auch noch eine Weile, bis es etwas Lohnenswertes zu belagern gibt. Nun warten wir es ab und harren der Dinge, die da kommen mögen. Ihr habt Lust, euch über die Videokommentare hinaus auszutauschen oder auch in einer tollen Gemeinschaft gemeinsam zu spielen, dann freuen wir uns auf deinen Besuch auf discord.jasondux.de. Ein Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und wenn ihr kein weiteres Starbase-Video verpassen wollt, abonniert auch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.